Normalerweise stehen wir einzeln hier auf dem Parkett mit Armin Glogger, mit Andreas Glogger hier für die Interviews. Aber jetzt ist Weihnachten, jetzt haben wir uns gedacht, machen wir einen ganz persönlichen Weihnachtsgruß. Das Kerzchen dürfen wir nicht haben, aus brandschutztechnischen Gründen. Das denken wir uns einfach mal. Schön, dass Sie da sind. Wir haben gerade schon wieder einen Schwung Interviews produziert. Jetzt aber wird so langsam Zeit, an Weihnachten zu denken und die Frage zu stellen, bringt das Christkind bessere Zeiten? Herr Glogger, zunächst die Frage an Sie. Welchen ganz persönlichen Weihnachtswunsch haben Sie denn in diesem Jahr? Ja, die große Hoffnung, dass der Friede auf dieser Welt an vielen Ecken und Enden wieder einkehrt und die Gesundheit bei uns allen vorhält. Es war ein sehr turbulentes Jahr mit dem Krieg, 24. Februar, dann auch mit wirklich argen Turbulenzen an den Aktienmärkten, auch einhergehend mit deutlichen Verlusten. Wie haben Sie da in der Kommunikation mit Ihren Mandantinnen und Mandanten reagiert? Gab es da dann auch mal kritische Nachfragen? Ja, das war wirklich ein sehr spannendes Jahr mit sehr viel Arbeit für uns. Gott sei Dank sind unsere Mandanten ruhig geblieben, weil sie die Werte und die Qualität in den vielen Jahren schätzen gelernt haben und natürlich die Mandate aus dem Vorjahr schön im Plus gewesen sind. Von dem her sind die Schwankungen verkraftbar gewesen. Auch jetzt zum Jahresende laufen wir ja relativ gut Richtung wieder der schwarzen Null. Qualität hat sich ausgezahlt, Durchhalten hat sich ausgezahlt und die laufende Kommunikation mit unseren Kunden, die wir selber als Berater, aber das gesamte Team natürlich über das ganze Jahr hinweg aufrechterhalten, weil wir für unsere Mandanten da sind. Und das haben Sie ja beide auch, oder nicht nur Sie beide, sondern Ihr gesamtes Team, Ihre Mitarbeiter und Mitarbeitern schwarz auf weiß gesehen. Der Elite-Report hat Sie einmal mehr ausgezeichnet. Wir waren noch gemeinsam, Armin Glogger, in Salzburg und das trotz der schon eben erwähnten turbulenten Zeiten. Was sind die Säulen, die Stützen dieses Erfolgs, auch dieser Auszeichnung durch den Elite-Report? Ja, zuallererst muss man sich beim ganzen Team bedanken. Es beginnt bei der Person, der die Kunden empfängt, ja, der ans Telefon hingeht und der die Menschen einfach freundlich begrüßen, und das ist sicherlich der wichtigste Part im ganzen Team. Und das nicht nur bei den Damen, auch bei den Herren. Das gesamte Team hat hier super Arbeit geleistet und auch unser Investmentprozess, der letztendlich hier dann für gute Qualität gesorgt hat, für wenig Schwankungen in den Depots, in guten Zeiten wie 2021 Puffer aufgebaut hat, damit dieses Jahr, wenn das vielleicht nicht so ganz so gut gelaufen ist, diesen Puffer aufzehren kann. Das sind sicherlich zwei Hauptstützen gewesen für den Erfolg beim Elite-Report, worauf wir sehr stolz sind und auch das gesamte Team. Und Sie sagen es in der Tat, wenn ich bei Ihnen anrufe, habe ich immer eine nette Dame dran und man ist immer höflich, freundlich, egal wie viel Stress offensichtlich ist. Also das merkt man dann auch als Außenstehender. Armin Glogger, der Blick nach vorn, was wünschen Sie sich denn ganz persönlich für 2023? Hier haben wir den Weihnachtswunsch gehabt, hier der Wunsch für 2023 und wenn Ihnen keiner einfällt, gerne auch für die Kapitalmärkte. Nein, wir wünschen uns natürlich, dass wir vielleicht nächstes Jahr wieder vom Elite-Report ausgezeichnet werden. Das ist ganz klar, dass unser Team genauso gut funktioniert, dass alle an einem Strang ziehen, das ist sicherlich ganz wichtig und dass unser Investmentprozess auch gut funktioniert. Wir gehen optimistisch in das neue Aktienjahr. Wir glauben, dass die Aktienmärkte Potenzial nach oben haben, weil wir gute Qualität haben, weil wir gute Unternehmen haben, die gutes Geld verdienen. Von dem her sind wir optimistisch fürs neue Jahr. Herr Glogger, möchten Sie vielleicht abschließend noch ein ganz persönliches Wort an die Mandantinnen und Mandanten, vielleicht auch an die Mitarbeiterschaft richten? Ja, wie Armin bereits gesagt hat, das ist Teamleistung. Deswegen der Dank natürlich an das gesamte Team von Glogger und Partner Vermögensverwaltung, aber natürlich im Schwerpunkt unsere Mandanten. Das ist der Kern unseres Geschäftes. Mit denen verstehen wir uns gut. Die haben uns die Stange gehalten und geben uns das Vertrauen, dass wir als Vermögensverwalter das Geld erfolgreich bewirtschaften. Sehen auch unser geringes Risiko, das wir haben, unsere Qualität. Und das ist wichtig und da spreche ich gerne den Dank all unseren Mandanten aus und freuen uns natürlich weiterhin zusammen gute Geschäfte und gute Erträge an den Börsen einzufahren. Und sagen Sie, letzte Frage, gönnen Sie sich denn auch mal ein paar freie Tage zwischen Weihnachten und Neujahr oder werden da auch täglich Börsenkurse studiert? Naja, Vermögen verwalten ist für uns Berufung und Passion. Das heißt, mit einem Auge sind wir immer am Markt. Zumal die Amerikaner ja auch deutlich länger und öfter offen haben als wir Deutschen. Armin Glogger, Andreas Glogger, ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich für dieses atmosphärische Gespräch. Ein Gespräch voller Dankbarkeit dem Leben gegenüber und auch den Mandanten, den Mitarbeiterinnen gegenüber. Armin Andreas Glogger hier auf dem Parkett der Börse Frankfurt. Alles Gute für Sie auch für 2023. Danke. Danke.